Guten Morgen miteinander. Ihr gehört der Thomas Zürcher aus Oberdiessbach. Es kommt gut. Diesen Satz habe ich vor 8 Jahren aus dem Mund von einem etwa 40-jährigen Mann gäng und gäng wieder gehört. Von einem Mann, den man im Volksmund als etwas unterbeleuchtet oder beschränkt würde bezeichnen. Ich sage dem lieber anders begabt. Ich habe Franz während einem einwöchigen Segelkurs auf dem Lago Maggiore gelernt kennen und schätzen. An diesem gleichen Kurs hat er etwa schon zum 10. Mal teilgenommen und seit erscheint jedes Jahr auch wieder. Er ist immerhin so intelligent, dass er die Segelprüfe machen konnte und jetzt selber auf den Schweizer Seen darf rumkreuzen. Sei es in den Theoriestunden oder während dem Segeln, bei Floaten und bei kräftigem Wind, sei es beim Essen oder in Gesprächen über allergattige Themen, seine unerschütterlich positive Lebenseinstellung hat mich tief beeindruckt. Es kommt gut. Selber möchte ich mich auch eher als Optimist bezeichnen. Ich habe auch ein sehr schönes, abwechslungsreiches, gesundes und interessantes Leben. Da kann man natürlich relativ ringoptimist sein. Es ist mir dabei voll bewusst, dass der grössere Teil der Menschen auf dieser Welt kaum Grund hat, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Finanzielle Probleme, Knörze in der Partnerschaft, in der Familie oder im Beruf, aller Art Beschwerden, Angst vor Krankheit, Tod, Krieg und Umweltkatastrophen machen sehr vielen Menschen grosse Sorgen und lassen extrem wenig Platz für Optimismus. Aber es gibt ein gutes Rezept, eine grosse Gegenmacht gegen Sorgen, Angst und Pessimismus. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist sozusagen der Schlüssel für positive Veränderungen von einzelnen Menschen, von Familien, Gemeinschaften und Organisationen. Sogar von ganzen Völkern. Siehe Ukraine. Die Hoffnung ist mehr als einfach Optimismus, wo ja häufig eher etwas blauäugig daherkommt und gern unbequeme Sachen einfach ausblendet. Es kommt dann schon gut. Das geht dann manchmal fast ein bisschen Richtung Fatalismus. Ich glaube, fast alle Menschen haben irgendwo in ihrem Herz ein Fünkchen Hoffnung. Unabhängig von Religion, Lebensanschauung oder Lebenssituation. Sagt nicht das Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt? Bedeutet das jetzt aber, dass Hoffnung eben doch sterben kann? Die Bibel sagt zu dieser Frage, was aber bleibt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die grösste unter ihnen. Ich selber glaube, die Hoffnung im christlichen Sinn ist mehr als ein psychologischer Mutmacher. Im Sinn von, es kommt dann schon gut. Sie ist das, wo wir uns daran haben können. Können daran aufrichten, daraus können Kraft und Mut schöpfen. Jesus Christus, Gottes Sohn und selber Gott, ist die Hoffnung der ganzen Welt, auch wenn sie noch so kaputt und feister ist. Und wenn wir glauben, dass er auferstanden ist und lebt, dann ist Hoffnung eben unsterblich. Ich möchte euch Mut machen, mit dem Hoffnungsträger, dem Licht der Welt unterwegs zu sein. Und gehen näher lernen zu kennen. Zum Beispiel durch Kraftbutterportionen, die aufstellen. So könnt ihr, können wir alle zusammen, selber auch zu Hoffnungsträger werden. Manchmal einfach im Alltag. Durch Zuhören, durch einen mitfühlenden Blick oder Händedruck. Durch die Zeit, die wir jemandem schenken. Durch die Bestätigung und die Ermutigung. Es kommt gut. Ich wünsche euch allen eine hoffnungsvolle Zukunft.